Seit September 2017 befindet sich die Musikmittelschule Radstadt in einem neuen, modernen Gebäude. Den Eingangsbereich in das neue Gebäude bildet die großzügige helle Aula. Sie kann sowohl von der Volksschule als auch von der Musikmittelschule genutzt werden. Durch das Öffnen der Schiebetüren zum angrenzenden Multifunktionsraum und den Musiksälen kann die Aula vergrößert werden. Sie bietet so genügend Platz für Veranstaltungen und gemeinsame Feiern, wie beispielsweise der Adventkranzweihe oder dem Tag der offenen Tür. Die vier neuen Jahrgangsbereiche bieten die Möglichkeit, den Klassenraum auch einmal zu verlassen oder einfach zu erweitern. So können Schülergruppen beispielsweise geteilt werden, um individueller mit den Kindern arbeiten zu können. In jedem der vier Jahrgangsbereiche stehen Sitzgelegenheiten und Tische zur Verfügung. Drei Computer runden die Ausstattung ab und ermöglichen beispielsweise Recherchearbeiten im Unterricht, ohne dafür in einen der beiden EDV-Räume wechseln zu müssen. Natürlich sind die Sitzsäcke auch in den Pausen sehr beliebt. Zeit mit seinen Freunden zu verbringen und Spaß zu haben, zählt auch zu den wichtigen Dingen im Schulalltag. Am Ende der zweiten Klasse kann sich jeder Schüler der Regelklasse für einen Wahlpflichtbereich entscheiden. Jeder der drei Wahlpflichtbereiche umfasst drei Wochenstunden, wobei eine dieser Wochenstunden eine schwerpunktspezifische Informatikstunde ist. Das heißt, jeder an unserer Schule erhält eine fundierte Ausbildung am Computer und kann in dieser einen Stunde seine digitalen Kompetenzen erweitern und vertiefen. Der Schwerpunkt Naturwissenschaft aktiv findet im Navi-Bereich statt. Ein großer Vortragssaal und ein modernes Labor bieten die Möglichkeit zu forschen und zu experimentieren. Im Navi-Bereich stehen 25 Laborarbeitsplätze zur Verfügung. Schwerpunkt ist vor allem das Experimentieren, aber auch die Teilnahme an verschiedenen Projektbewerben ist vorgesehen. Physik, Chemie, Biologie, Geografie und Wirtschaftskunde sind die Inhalte, die im Schwerpunkt Naturwissenschaft aktiv jeweils themenorientiert vermittelt werden. Das Navi-Labor bietet auch die Möglichkeit zu mikroskopieren, elektrische Schaltungen zu bauen oder Fahrzeuge zu konstruieren. Im Schwerpunkt Sprache Plus stehen Italienisch- und Englisch-Konversationen im Mittelpunkt. Spielerisch werden hier Situationen des Alltags nachgestellt und dazu passende Dialoge eingeübt. Um den Spracherwerb so spannend wie möglich zu gestalten, wird im Schwerpunkt Sprache Plus viel Wert auf spielerisches Lernen gelegt. Natürlich müssen auch Vokabeln gelernt und geübt werden. Wobei das Üben der Vokabeln in einem Memory natürlich gleich viel Spaß macht. Der Wahlpflichtbereich Kreativwerkstatt beinhaltet praktische und handwerkliche Arbeiten in den Bereichen bildnerische Erziehung, technisches und textiles Werken, geometrisch Zeichnen und Ernährung und Haushalt. Der helle und große Zeichensaal ist das Zuhause der Kreativwerkstatt. Der Raum bietet genügend Platz, um sowohl an kleineren als auch sehr großformatigen Werken zu arbeiten. Neben den klassischen Arbeiten mit Papier wird in der Kreativwerkstatt auch mit Holz, Speckstein oder Mosaikfliesen gearbeitet. Bei der Anmeldung für die Musikmittelschule steht neben den Regelklassen auch die Musikklasse zur Wahl. Für die Musikklasse können sich nicht nur Schüler aus dem Radstädter Schulsprengel, sondern auch aus anderen Schulsprengeln anmelden. In den Musikklassen wird jungen musikbegeisterten Schülern die Chance gegeben, ihren Begabungen durch eine verstärkte musikalische Ausbildung gerecht zu werden. In der Regel absolvieren die jungen Musiker dabei pro Jahrgang 4 bis 6 Wochenstunden Musikerziehung. Diese intensive Beschäftigung mit Musik fördert die Entwicklung der Persönlichkeit in hohem Maße. Zu den Inhalten des Musikunterrichts zählen der Chorgesang, Instrumentalunterricht, Ensemblespiel, Tanz und Bewegung und Musiktheorie. Als Belohnung für das fleißige Üben stehen im Laufe des Schuljahres auch einige Veranstaltungen am Programm.
Dazu zählt die Umrahmung von Schulfesten wie der Adventkranzweihe oder dem Tag der offenen Tür, Auftritte am Weihnachtsmarkt oder der traditionelle Weihnachtszauber.